Der 14. September war der 21. Tag des offenen Denkmals. Auch in Zeitz waren solche geöffnet, wie die etwas versteckt am Vogtsplatz 13 gelegene alte Melzerei. Dies wurde verbunden mit dem 12. Melzereifest unter Schirmherrschaft der IG Unterirdisches Zeitz e.V. Die alte Melzerei ist ein Komplex einer alten Brautradition, einer der zwei ersten Brauereien, die es kommerziellerseits in Zeitz gegeben hat. Bis 1815 fand ja die Brauereitätigkeit in den einzelnen Häusern statt. Ab 1815 hat der preußische Staat das für uns mehr oder minder verboten, sodass kommerzielle Brauereien entstanden sind. Und zu diesen Brauereien gehört auch dieses Gelände hier, ein Vorläufer der Firma Oettler, die ja in Zeitz bis nach der Wende noch existiert hat. Und diese Brauerei brauchte natürlich auch Malz, Hauptgrundstoff, und der ist hier hergestellt worden. Und natürlich auch ein Teil der Brautätigkeit ist hier ausgeübt worden. Und noch an einem zweiten Standort, der so 60 Meter von hier entfernt ist. Aber die Zeitzer Bevölkerung hat sich ab 1840 massiv beschwert, dass es also zu stark roch nach diesen Dingen. Und dann ist vor den Toren der Stadt eine neue Brauerei gebaut worden dann. Und so sind dann hier nur noch Limonaden und Getränke hergestellt worden. Nach dem Aus der Getränkeherstellung begann wie bei vielen anderen Gebäuden der Verfall. Im Rahmen einer Denkmalaufarbeitung wurden beide Gebäude, das Braumeisterhaus und die Melzerei, mit Kräften des COD und der Stadt Zeitz saniert. Heute werden dort Ausstellungen und Konzerte durchgeführt. Der Tag des offenen Denkmals ist ja bundesweit bekannt. Er ist sehr wichtig auch für das Verständnis von Denkmälern. Es geht nicht immer bloß um die zwei, drei großen Museen, sondern es geht eben um die vielen, vielen kleinen, liebenswerten Einzeldenkmale, um die man sich kümmern muss und die sich auch sehr liebevoll gekümmert wird, auch von privater Seite. Und das unterstützen wir natürlich als Verein Unterirdisches Zeitz mit, indem wir dort also auch Hilfestellung geben, soweit wie wir das machen können, bei Erforschung unterirdischer Anlagen. Und hier führen wir praktisch diese beiden Sachen zusammen, und mit einem kleinen Fest wird das dann jedes Mal begangen.